Hallo Leute, jetzt wo die Wut ein bisschen verraucht ist, kann ich ja wieder aufnehmen. Warum war ich sauer? Tja, also irgendwer kann mich wohl ganz eindeutig nicht leiden. Das wird wahrscheinlich keiner von meinen Abonnenten sein. Ich habe keine Ahnung, wer es ist. Auf jeden Fall hatte ich auf einem Video mal schön an einem Tag 18 negative Bewertungen. Und zwar aus Pakistan, aus Bangladesch, aus Malta, wo auch immer, weltweit jeweils eins. Und das, obwohl aus diesen Ländern nicht mal jemand mein Video geschaut hat. Ganz tolle Geschichte. Und da das ja anscheinend nicht reicht, hat man mir mein AdSense-Konto dicht gemacht. Dementsprechend kann ich jetzt erstmal keine Videos monetarisieren. Gut, soll kein Problem für euch sein. Ich werde natürlich weiterhin aufnehmen. Ich wollte euch nur mal informieren, warum ich ein bisschen stinkig sein könnte. Ich werde mal gucken, ob ich das irgendwie geregelt kriege. In aller Regel kriegt man es nicht geregelt, aber da ich das Let's Play ja zum Glück zum Spaß mache, soll das keine Sorge darstellen. Ich habe schon mal ein bisschen die Comments gecheckt, was das Thema Abbauen angeht, und ich glaube, ich habe mich jetzt so ein bisschen für die Highspeed-Variante entschieden. Das heißt, wenn ich eine Abbaufolge machen sollte oder zwei oder wie auch immer, werde ich die einfach zusammenbappen, werde die im Schnelldurchlauf machen und dann ist die Sache erledigt. Dann gibt es auch keinen Stress mehr. Also vielen Dank schon mal für die Comments bis jetzt. Und ihr müsst euch nicht die ganze Zeit angucken, wie ich mich mit irgendwelchen Creepern rumhaue. Ihr müsst euch zwar jetzt angucken, wie ich hier durch die Gegend jumpe, aber ein bisschen Info vor den Videos sollte vielleicht doch durchaus drin sein. Ja, also das dazu. Mal gucken, wie ich das jetzt hier weiter gestalte. Als allererstes würde ich gerne die Sortiermaschine hier mal wenigstens ein bisschen anschließen. Übrigens vielen, vielen lieben Dank für die Info mit dem Teleporter-Block. Da werde ich jetzt gleich mal kurz. Oh, jetzt habe ich. Oh, ich habe einen Zoom. Cool. Oh, das ist ja gar nicht mal so schlecht. Gut. War nicht beabsichtigt. Und zwar gucken wir mal, wie das Ding heißt. Da. Teleporter Tether. Und wie wird der gebastelt? Eisen und Lapis. Ja, dann baue ich mir davon mal einen und stell den mal bei der Ölquelle auf. Obwohl einer geht ja anscheinend nicht. Es müssen ja gleich vier sein. Aber auch das ist nicht so wild. Ein bisschen Eisen dürfte ja Tatsache noch da sein. Ich könnte euch gar nicht vorstellen, wie mich diese negativen Bewertungen da aufregen. Ich meine, im Endeffekt ist es ja nicht so wild. Wenn ich mir jetzt die anderen Tage angucke, das ist das, keine Ahnung, das sind irgendwie. Wie viele Bewertungen waren es denn, wenn man es jetzt hochrechnet? Naja, es ist ungefähr. Meine negativen Bewertungen sind um 100% gestiegen. Drücken wir es mal so auf. Das heißt, ich hatte vorher ungefähr 20 auf alle Videos verteilt und jetzt habe ich 40 und davon die Hälfte auf einem Video aus Ländern, wie gesagt, keine Ahnung, die mich eigentlich nicht mal verstehen dürften. Das ist echt übel. Ich meine, nee, unglaublich. Ja, mein Gott, das Leben geht weiter. Ich hoffe ja mal ganz stark, dass es keine großen Probleme gibt. So. Stellen wir den einfach mal direkt hier hin, würde ich sagen. So. Der hat auch kein Interface. Der sorgt im Grunde wirklich nur dafür, dass dieser Chunk hier dauerhaft geladen wird, dass es keine Probleme gibt. Und jetzt würde ich gerne hier noch. Frequency 1 ist okay, Pipes 1 ist auch in Ordnung, Receive darf er nicht. Gut, damit ist das geklärt. Ich möchte gerne, damit unsere Quarry ein bisschen weiterarbeiten kann, weil da unten ist auch massenweise Kohle. Übrigens nochmal vielen Dank für den Holzkohletipp. Ich habe da echt nicht drüber nachgedacht, aber ich werde jetzt gleich mal ein paar Bäume mitnehmen. Das ist eine gute Idee. Und werde mir einfach Holzkohle herstellen zum Verheizen. Achso, wir haben ja immer noch nicht die Axt umgestellt, verdammt. Ja, das ist natürlich dann doof. Ja, dann nehme ich erstmal auch kein Holz mit und stelle erstmal die Axt um. Ein bisschen Holz haben wir ja noch. Ach ja, das ist schon alles sehr witzig. Werde übrigens, ich weiß gar nicht, ob euch das gefällt. Ich habe mir The Binding of Isaac gekauft und habe ein bisschen rumgefällt und dachte, Mensch, da kannst du auch mal eine Aufnahme von online stellen. Also, ich werde jetzt, keine Ahnung, heute, morgen mal schauen, mal so ein, zwei Folgen Isaac hochstellen. Könnt ihr euch ja mal angucken.
Dann habe ich mir hier diesen Napoleon-Krieg-Dings da, Warband, Mountain and Blade heißt es, glaube ich, das Spiel, mal angeguckt. Ist jetzt nicht so meins. Also ich glaube, da wäre ich nicht so gut drin, wenn es mir einfach nicht gefällt. Ich finde allerdings, Anno ist eine sehr gute Idee. Es ist aber auch wieder sehr langatmig. Ich wollte Holzkohle machen. Ich sollte nicht so viel quatschen, sondern mich mehr auf das konzentrieren, was ich hier mache. So. Und die Holzkohle schmeiße ich dann einfach mal in den Generator, weil unsere Lavavorräte ja doch langsam zur Neige gehen. Ich bin am Überlegen, ob wir uns nochmal eine Lavaquelle suchen und das, die Lava auch einfach her teleportieren. Das sollte ja eigentlich eine ganz gute Maßnahme sein. Aber vorrangig natürlich die Sortiermaschine. So. Komm, du kommst hier rein. Peng. Kannst hier Energie erzeugen ohne Ende, weil hier ist jetzt Sense. Schicht im Schacht. Aus die Maus. Vorbei der Mai. Ich weiß, ich verbrauche hier die ganze Zeit Energie, ist mir durchaus klar, aber das macht einfach das Let's Play auch ein bisschen einfacher. Gut. Wir brauchen definitiv eine Ableitung zu einer Kiste, wo der ganze Krapis reinkommt, den ich jetzt momentan noch nicht verteilt habe. Da ich immer noch ein bisschen Platz hier habe in diversen Kisten. Also ich glaube, in der hier oben habe ich noch gar nichts drin. Werde ich einfach mal das Restzeug hier verteilen. Ja, ich denke schon. Oder machen wir uns hier schon mal eine Überleitung zur zweiten Kistenreihe. Wo gehe ich denn hier eigentlich am besten lang? Hier hinten geht's nicht. Kann ich hier runtergehen? Ja, sehr schön. Dann buddel ich mich hier mal durch auf die andere Seite. Oh, ja, buddeln ist natürlich bei Stein total gut. Ach so. Was ich auf jeden Fall haben möchte, ist, wie gesagt, der Recycler. So, gucken, hier ist das Holz. Das heißt, ich müsste hier genau hinter, ja, sehr schön, hinter der Kiste rauskommen. Perfekt. Achso, ich bräuchte eigentlich noch mehr Holzkohle. Ein paar Fackeln wären nämlich auch nicht schlecht. Und das geht ja zum Glück damit. Gut, ja, Recycler und dann Juju-Matter machen, dann können wir uns nämlich unsere Diamanten auf dem Weg herstellen, dann ist die Sache auch ein bisschen einfacher. Der Recycler an sich sollte nicht das Problem sein, da ein paar Scraps herstellen ist vielleicht gar nicht so schlecht und ich kann dann endlich den Quarry wieder anwerfen, wenn der ein wenig gearbeitet hat. So. Also nicht wundern, ich werde wahrscheinlich heute so 2-3 Folgen aufnehmen, weil ich mich hier einfach ein bisschen freispielen muss, sagen wir es mal so. Okay, ich müsste nur langsam mal schauen, was ich wohin schmeiße. Die hatten wir jetzt einsortiert, die auch. Das ist einsortiert, Fleisch und Äpfel hatten wir auch und die Teleport-Dinger kommen hier auch rein. Sehr schön, dann bräuchte ich eigentlich noch ein paar Kisten. Ein paar Silber-Chests. Ich glaube, Silber hatte ich vorne noch en masse reingelegt. Und wir müssten auch noch, genau, Silbererzte haben. Ich hau das jetzt einfach mal in Macerator hier rein. Und dann schauen wir mal, was wir noch an Silberbarren haben. Hier haben wir noch welche, hier haben wir noch welche. Ach, das ist ja super. So, die gingen über die Kupferkisten, oder? Silber. Chest. Ja, über Iron oder über Copper Chests. Sehr schön. Also Kupfer natürlich, weil mit Glas und Silber kommen wir natürlich wesentlich weiter als mit so viel Silber. So, ich nehme jetzt hier einfach mal einen halben Stack raus. Wandelt. Ah, erstmal pennen gehen. Ja, ja. Mal ein bisschen vorankommen hier. Ach so, im Übrigen, ich habe mir das mal angeguckt. Ich werde auch eine Map von Vex spielen. Also wem das nicht sagt, der macht Adventure Maps. Sehr, sehr gute Adventure Maps, muss man dazu sagen. Auch sehr komplizierte und da werde ich mich auch mal einspielen, weil ich finde die total genial. Ich bin zwar ein Schisser und da die ganze Zeit gegen Monster kämpfen ist natürlich jetzt eigentlich nicht so ganz meins. Aber ich finde halt so insgesamt die Geheimnisse dazu rauszufinden und so finde ich total toll. Also da habe ich wirklich Spaß dran.
Und ein paar mehr Projekte am Laufen zu haben, ist vielleicht auch gar nicht so schlecht. So, 8 Stück. Wie viel brauche ich denn? Ich brauche 12 für hier drüben. Das heißt, einer steht schon. Das heißt, ich brauche noch 11. 1, 2, 3. So, noch ein bisschen mehr Kupfer. Das wird nicht reichen. Jetzt lasse ich das hier alles schon vorher masterieren. Natürlich total sinnvoll. Ich hatte doch noch Kupferdust, oder? Ja, vorne drin müsste der sein. Ja, das ist jetzt natürlich nicht so prall. Hier. Weil wir wollen ja nachher gucken, ob unsere Maschine funktioniert. So, ich brauche 24. Ja, reicht ja schon. Klick. Ja, ein bisschen rechnen kann ich Tatsache noch. Ja, haut hin. So, und dann das Ganze... So und so und die Kisten rein. Klack, klack. 10 Stück. Oh, wir brauchen mehr Glas. Ja gut, Glas, Glas, Glas. Hier habe ich nur Planes drin. Das heißt... Ja, muss ausreichen erstmal. Wir haben ja draußen im Quarry so viel Sand, das gibt's gar nicht. So, komm, hau durch. Dann bin ich den ganzen Tag Zeit. Danach packe ich dann gleich den Silver Dust hier rein. Kann den auch noch durchhauen. So, Glas, 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 Glas. Einer, perfekt. So, erstmal die untere Reihe aufbauen. Mit einem Abstand. Keine Angst, ich verkabel die jetzt noch nicht alle. Ich wollte sie nur erstmal da haben. Und wir werden erstmal nur so viele wie benötigt machen. So. Wesentlich effektiver als hier diese komischen Säulen am Anfang zu setzen. So. Sieht ja schon ein bisschen fertiger aus, die ganze Geschichte. Oha. Komm da raus. Gut, also wir brauchen Iron Pipes, Cobblestone Pipes. Oh, so viele Pipes, so viele Pipes. So, ich werde auf jeden Fall noch eine goldene brauchen, damit es ein bisschen schneller geht. Und ich bräuchte theoretisch echt Redstone. Das ärgert mich somit am meisten. Dass ich so verdammt wenig Redstone habe. Naja. Gut, erstmal nicht so wild. Ich wollte Sticks haben. So. Erstmal wenigstens, um ein paar Fackeln herzustellen. Okay. Ich denke, die Sticks werde ich auch noch hier mit einsortieren. Beim Holz. Ah, war das nicht? War hier. Genau, die kommen beim Holz mit rein. Sehr schön. Zinn, Holz oben. Ich werde dann auch überall noch schön Schilder ran machen. Und wie in meinem Red Power Tutorial gesehen, werde ich diese Crystal Chests, das heißt, wo so schön die Items drin rumwabern, eigentlich hier nachher einbauen. Das ist so mein Endziel, dass man quasi gucken kann, wie diese Kisten, also was in diesen Kisten drin ist.